So Leute, ich bin's wieder. Gigi Players Riese. Ja. Gerade bin ich um See gelaufen. Also mit euch. Und ja. Und also ich wollte mit euch um See laufen, aber dann war der Akku fast alle. Ja, ich sitze gerade hier. Ich lade. Kann man sehen? Hier ist das Kabel. Ich lade gerade das Tablet auf. Ja. Und ja, ich muss euch noch was erzählen. Also meine Mutter, die hatte, das ist eine lange Geschichte, die hatte mal, am Anfang hatte die mal eine Lungenentzündung. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und ja, also nochmal von neu. So. Also, meine Mutter hatte eine Lungenentzündung, die ist ins Krankenhaus gekommen, aber dann ist ihr eine Ader am Kopf geplatzt. Ja, das war natürlich scheiße. Entschuldigung, das nennt man Hirnaneurysma, nennt man das. Ja. Und hatte halt Hirnbluten, hat fast alles dann vergessen. Ja, also die dachte, ich bin 8 Jahre, dass ihr Vater noch lebt, also mein Opa und alles. Ja, aber ja, das ist so, also die ist dann auch in der Intensivstation gekommen. So, ja, und war dann, lag dann im Koma, dem ihr immer Schlafmittel gegeben, ist zwischendurch vielleicht mal ein oder zweimal aufgewacht. Ja, einmal mich ja, sah ich einfach nur noch weiß vor Augen irgendwie und dann noch alles bunt und es piepte so total irgendwie. Ja, da hatte ich einfach eine Kreislaufstörung. Kann ja mal passieren. Also, ich habe jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Das vierte Video, das ich heute aufnehme. Wie bescheuert bin ich eigentlich? Was grummelt da die ganze Zeit? Egal. Naja. Also, wundert euch nicht, dass ich solche wuschelige Haare habe. Ich bin halt Ostfriese. Und Ostfriese haben immer lange und wuschelige Haare. So. Aber jetzt weiter. Dann ist meine Mutter in Dings. In ein normales Zimmer gekommen. Ja, und dann halt ist er nochmal in, was weiß ich, glaube ich, in irgendwo, hab den Namen vergessen. Ja, irgendwo halt musste man 2 Stunden fahren. Ja, war sie halt in der Vorwehr. Dann ist sie wieder woanders hingekommen. In Protalis, in Werne. Ja. Aber da, wo sie jetzt ist, das will ich nicht sagen. Ich sage nur den Namen, aber also sie ist jetzt bei der Panostenne. Das ist so ein Fliegerheim. Mehr sage ich auch nicht. Also ja, und ich habe auch Inlineskates bekommen. Könnte ich ja gleich mal vorstellen. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ja, also ich liege jetzt hier. Kann ich immer die Kamera so. So, hier habe ich meine Beine. Ich liege jetzt hier auf so einem Kissen. So. Ja. Und mit den Inlinern, da fahre ich dann immer auf den Gängen von dem Pflegeheim. Ja gut, also ist ja nicht verboten. Also steht ja kein Schild. Also, nein. Ich kann euch die ja mal zeigen. Ich mache einen Cut. Ich hole die von unten. Was ruckelt da die ganze Zeit? Ich guck mal nach. Okay, ich weiß es jetzt. Oh, da kommt immer nicht mal ab.
Da hinten ist ein Gewitter. Das grummelt da die ganze Zeit. Gucken, ob wir einen Blitz sehen. Warten wir noch ein bisschen. Komm, so viel Zeit muss sein. Komm, also. Oh! Habt ihr den gesehen, den Blitz? Hoho! Der war geil, oder? Oh! Noch ein Blitz! Ha! Alter, das sieht bestimmt richtig geil aus bei YouTube. Ja, da kommt mein Vater eben. Ich mache kurz einen Cut. So, Leute, da kam mein Vater eben. Alter, diese Blitze. Ja. Das wird dann wohl nichts mehr mit Inliner holen. Oh! Ja gut, also. Ja. Gucken, ob wir noch ein paar Blitze sehen hier. Boah, ganz so geil. So. Hier ist noch der Freund von meinem Vater und von mir. Hallo. Sag mal Hallo zu YouTube. Hi. Und hier ist der Garten. Und da hinten ist der See. Habe ich euch ja schon gezeigt heute. Ja. Ich mache mal kurz einen Cut. So, vielleicht, ja, ich glaube, das Gewitter kommt sogar noch näher. Da können wir ja geile Aufnahmen machen. Die Kamera sauber machen. So. Ja, und das kann ich nur sagen. Hier darf ich vorhin lügen. Ja. Ah, da liegt übrigens meine Minecraft-Spitzhacke. Kann ich nur mal zeigen. Hat man in meiner Roomtour, ja, ich habe eine Roomtour gemacht von dem Zimmer. Hat man in meiner Roomtour kaum gesehen. So. Wer auch so eine Spitzhacke haben möchte, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch so eine wollt. Ja, ich sag euch dann, wo es die gibt. Ja, wann laufe ich hier jetzt eigentlich schon wieder? Egal. Also ich zeige euch mal, wo ich mein erstes Video gemacht habe. Ja, also. Welche Tür erratet mal? Die hier. So, hier. Da, genau da habe ich mein allererstes Video gemacht. Ja, und ich sehe auch gerade hier so eine Lampe. Egal. Hier hinten. Ich nehme es mit der vorderen Kamera auf. Ja, mit der Selfie-Kamera. Und ja. Okay, das war es eigentlich schon wieder mit mir. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like oder ein Abo oder beides. Ja, also das war euer DJ Play aus Riese. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.